Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit den Schweden von Swansea City. Wir nähern uns mit großen Schritten Richtung Saisonfinale und es kann kaum spannender sein als dieses aktuelle oder die aktuelle Tabellensituation oben wie unten. Die Meisterschaft zwei Spieltage vor dem Ende noch offen, genauso der Kampf um die Champions League und Europa League. Ränge, in dem wir uns als Swansea City mittendrin befinden und auch unten die Abstiegsfrage ist wahrscheinlich erst am letzten Spieltag geklärt. Und heute ist das ein gutes Stichwort eigentlich. Abstiegskampf gegen Euroleague-Hoffnung. 37. Spieltag, Nottingham Forest gegen Swansea City. Nottingham momentan auf einem direkten Abstiegsplatz. Die brauchen jeden Punkt, jeden Sieg, um die Klasse zu halten. Das gilt allerdings auch für uns, denn wir wollen ja noch Platz 5 erobern, irgendwie, wenn es geht. Und beim letzten Mal, beim 1 bzw. beim 0:0 zu Hause gegen Leicester City, haben wir die Riesenchance verpasst, mit einem Sieg auf Platz 5 zu springen. Denn alle Konkurrenten haben zeitgleich ebenfalls unentschieden gespielt. Die Chance, die Riesenchance war da, wir konnten sie nicht nutzen. Heute stehen wir wieder ein bisschen unter Druck. Im Auswärtsspiel bei Nottingham Forest, wie gesagt, für die geht es natürlich auch noch um einiges, die wollen die Klasse halten. Und so sympathisch mir die Spieler von Nottingham oder der Verein von Nottingham auch ist, heute müssen wir einfach gewinnen. Und holy shit, Leute, unter anderem heute am vorletzten Spieltag das Manchester Derby. Man United gegen Man City. West Bromwich spielt beim FC Southampton, Liverpool zu Hause gegen Crystal Palace, eine vermeintliche leichte Aufgabe, und Tottenham spielt zu Hause gegen Aston Villa. Der Tabellenführer Chelsea spielt beim Tabellenschlusslicht Derby County. Also dieser letzte Spieltag oder vorletzte Spieltag verspricht sehr viel Spannung. Und ich werde mal ausnahmsweise alle Spieler im Ticker löschen, denn ich möchte mich heute voll und ganz auf unser Spiel bei Nottingham konzentrieren. Und ich versuche auch, wenn ich dran denke, die Halbzeitergebnisse ganz schnell wegzublenden. Konzentrieren wir uns auf unser Spiel am 19. Mai 2019, 37. Spieltag, Forest Park Stadium. Ich glaube, das ist nicht der echte Stadionname, aber passt irgendwie zu Nottingham Forest. 16 Uhr Anstoß, Ortszeit, Phil Daubt. Hat mir den eigentlich schon mal als Schiedsrichter gehabt? Sorry, wenn ich mich das ab und zu immer frage, aber Phil Daubt ist auch einer der etwas bekannteren Schiedsrichter im englischen Fußball. Soll uns egal sein, wir konzentrieren uns auf die Aufgabe. Wieder im 4-4-2. Poole, ihr seht es, angeschlagen. Hat sich ja im letzten Spiel eine Schulterprellung zugezogen, ist aber rechtzeitig spielfit geworden. Zwar nur zu 95%, aber das reicht mir aus, dass er heute auflaufen kann. Eine Startelf-Veränderung hat es gegeben. Nathan Redman kommt in die Mannschaft anstelle von Nathan Dyer auf dem rechten Flügel. Ansonsten gewohntes Bild. Und damit gehen wir es an. Das letzte Auswärtsspiel dieser Saison führt uns nach Nottingham. Wie gesagt, sympathischer Verein, wo ich mich auch ein bisschen unwohl fühlen würde, würden wir sie in die zweite Liga schießen, aber das darf, das muss uns heute einfach egal sein. Wir müssen auf uns schauen, denn wir haben immer noch das Ziel Europa. Platz 6 könnte oder wird höchstwahrscheinlich ausreichen, es wird sogar ausreichen, um in die Europa League zu kommen, aber wir wissen ja, das Präsidium hat gesagt, sollten wir in die Europa League über Pokalwettbewerbe kommen, und ich glaube, das würde dazu zählen, könnte es eventuell nicht reichen, unser Saisonziel zu erfüllen. Ein Punkt weg vom FC Liverpool, und wir haben gesehen, Nottingham vorletzter, allerdings nur ein Punkt vom rettenden Ufer entfernt. Ich sag's noch einmal, oben wie unten ist es hier unfassbar spannend. Heute könnten schon die ersten Entscheidungen fallen, oder, und danach sieht es glaube ich eher aus, fast alle Entscheidungen werden am letzten Spieltag gefällt. Gucken wir auf die Elf der Gastgeber. Woodbury im Tor, Lichey, Hobbs, Alanis, Pinillos in der Viererkette, Tesche, Osborne, Lansbury und Ward im Mittelfeld, Beldwig und Assombalonga im Doppelsturm. Hinspiel endete übrigens nur 1:1, da haben wir uns unheimlich schwer getan. Zu Hause, wie allgemein immer zu Hause, aber auswärts läuft es ja normalerweise besser. Hoffentlich auch heute hier im schönen Nottingham.
Daniel Dattel noch zwei Spiele zu spielen in seiner ersten Premier League-Saison und hoffentlich nicht seine letzte hier in Swansea. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, vor allem zum Anfang des neuen Jahres 2019, haben die Schwäne sich unheimlich gefangen und vor allem auch in den letzten Wochen offensiv für Akzente gesorgt. Beim letzten Mal hat es leider nicht zu einem Tor geklappt. Chancenverwertung war da mal wieder das Stichwort. Mal gucken, wie es heute läuft. Nottingham wird anstoßen, traditionell und rot und weiß. Im ersten Durchgang von links nach rechts. Es geht um so viel am vorletzten Premier League Spieltag. Robert Tesche, der ehemalige Bundesliga-Profi von Bielefeld und dem HSV. Erster Vorstoß von Aston Balonga, setzt sich da klasse durch. Norton zunächst rausgeköpft, zweiter Ball, abgefälscht. Der Distanzschuss von Redmond, kein Problem. Dadurch für Loris Karius. Und Nottingham läuft sehr früh an. Die wollen natürlich heute dieses Heimspiel gegen uns gewinnen. Sigurdsson, schwacher Pass, aber der stark. Der Pass war stark. Aber auch ein starkes Tackling da vom Linksverteidiger der Nottinghamer gegen Gummis. Grätscht den Ball in letzter Sekunde fair vom Fuß. Hops. Auf Tesche, der spielt heute im rechten Mittelfeld. So wie es aussieht, mit dem Riesenfeder. Gummis dazwischen. Schlechter Laufweg von Sigurdsson war das. Shelvey muss das Spiel versuchen, langsam zu machen. Gelingt nicht ganz. So die Konterchance. Aston Balonga. Weltwijk, der Niederländer. Hat im Hinspiel das 1:1 erzielt. Stark gemacht von Osborne. Poole. Und Forster Keske können da irgendwie gemeinsam klären. Allerdings auf Kosten einer Ecke, Fragezeichen. So sieht's aus. Nach dem Pool. Und da lag's vielleicht an seiner Verletzung, dass er eben nicht 100% spielfit ist. Eben nur 95% spielfit. Deswegen haben da die 5% gerade bei dem Zweikampf gefehlt. Deswegen gibt's die Ecke. Aber Karius zum Glück dazwischen. Sein langer Abschlag Richtung Gummis. Aber da macht auch kein Spieler wirklich mit. Selbst wenn Gummis den Kopfball geholt hätte, der Ball wäre wahrscheinlich bei Nottingham gelandet. Nächste Hereingabe. Karius dazwischen. Ayu. Wir rücken zu langsam nach für meinen Geschmack. Redmond. Gummis auf dem Flügel. Muss aber auch erstmal wieder abbrechen. Norton. Gerhard. Forster Keske macht da gut mit. Doppelpass mit Sigurdsson, klasse gespielt. Forster Keske, Lichey noch dazwischen, der Rechtsverteidiger. Ehemaliger Spieler von Sheffield United und Aston Villa. Einer der wenigen von Nottingham, die vor dieser Saison Premier League Erfahrung hatten. Erste Ecke, jetzt auf der anderen Seite für die Schwäne. Und ich denke, das wird wieder unser Spezi machen, Jonjo Shelvey. Wird den Ball nach innen bringen. Nicht schlecht. Kopfball. Ashley Williams. Aber kein Problem. In die Handschuhe von Woodbury. Den Schlussmann von Nottingham. Konterchance. Aber Williams rechtzeitig wieder nach hinten geeilt. Spielt zurück zu seinem Keeper Karius. Shelvey. Gummis. Nehmt Redmond mit. Nathan Redmond. Die Hereingabe, die ist super. Oh, und ganz wichtig, dass er in der Mitte Hobbs, der Mann aus der Liverpool-Jugend des FC Liverpool, da noch dazwischen gegrätscht ist. Sonst wäre Sigurdsson ein Schuss bereit gewesen. Klasse verteidigt vom Innenverteidiger. 20 Minuten gespielt. Diesmal darf Redmond sich mal probieren bei diesem Eckball. Kommt auch nicht schlecht. Woodbury dazwischen. Und dann das Foulspiel von Gerhard müsste es gewesen sein. An Weltweg, den niederländischen Stürmer. Oh, und in der nächsten Woche, das ist einmal ein echtes Endspiel im Abstiegskampf. Nottingham zu Gast bei den Queen's Park Rangers. Beide stehen noch mittendrin im Abstiegskampf. Zumindest noch vor dieser Partie hier. Gummis, Sigurdsson, Gerhard, Shelvey, Forster Keske, Ayu gegen Lichey. Forster Keske legt zurück, Shelvey. Oh, der Pass war zu lasch gespielt. Leicht zu verteidigen. Aston Balonga. Konterchance. Nottingham. Aber Williams
mit seiner ganzen Erfahrung und Routine dazwischen, dann aber mit dem Fehlpass. Osborne, klasse Zuspiel für Ward. Der schnelle Außenspieler, Norton, gewinnt den Zweikampf und holt schlussendlich den Abstoß für sein Team. Also, wenn es nach vorne geht, bei den Gastgebern sieht das richtig gefährlich aus. Sie wollen, das merkt man, das hat man im letzten Spiel von Leicester City nicht unbedingt bemerkt, vor allem im zweiten Durchgang, wo sie sich eigentlich nur noch hinten reingestellt haben, dass sie heute wieder eine völlig andere Partie. Norton, ach, kommt da nicht mehr ganz an den Ball, schade. Abstoß von Karius war da nicht so ganz geglückt. Einwurf für die Gastgeber. Pinillos, Gomis kommt da nicht ganz ran, schade. Kann den Ball nicht gewinnen, so Lichey mit ein bisschen Platz. Aber mit dem Ballverlust gegen Shelvey. Gerhard, Konterchance, Gomis. Sigurdsson, er ist halt nicht der Allerschnellste. Das ist das Problem beim Isländer. Und dann Alanis mit dem erneut fairen Tackling, meine Herren. Und Nottingham spielt richtig gut nach vorne. Das sieht nach gutem Fußball aus, nicht nach Abstiegskampf. Norton. Und dann führt Nottingham mit 1:0. 32. Minute. Mal wieder ein simpler Spielzug. So haben wir schon häufiger in den letzten Wochen unsere Gegentore gefangen. Flanke. Poole kann die Flanke von Weltweg nicht verhindern. Und dann verliert Norton das Kopfballduell gegen Assom Balonga. War es sogar ein Eigentor? Ich habe es gar nicht so richtig erkennen können. Aber ich denke mal, der Mittelstürmer Assom Balonga wird hier als Torschütze eingetragen. So sieht's aus. 9. Saisontor, der beste Torschütze auf Seiten von Nottingham. Und die werden sich natürlich jetzt riesig freuen, die Fans von Nottingham. Das könnte den Klassenverbleib bedeuten. Und gleichzeitig für die Schwäne die Träume der Europa League Plätze zerplatzen lassen. Sigurdsson hat ja einen bekanntermaßen gefährlichen Distanzschuss. Und da fehlte nicht so viel. Woodbury schaut dem Schuss vom Isländer hinterher. Fast die passende Antwort. Keine 2 Minuten später. So weiterhin die knappe Führung für Nottingham. Die allerdings auch ziemlich riskant nach vorne spielen, auch wenn das gut aussieht. Vielleicht können wir da auch die eine oder andere Chance, Konterchance, dadurch nutzen. Nicht hey. Oh, und jetzt versuchen sie sogar Zauberfußball zu spielen. Und dann kriegen sie auch noch den Freistoß. Weltweg, der lange Mittelstürmer, schirmt die Bälle da sehr gut ab. Damit kommen die Defensivakteure von Swansea bislang nicht so wirklich klar. Freistoßsituation. Assom Balonga lässt den Ball liegen für Osborne. Der legt quer. Und Karius muss dahin. Lässt den Ball da vorne abklatschen. Zum Glück war keiner zum Abstauben bereit. Foster Cascay. Norton, der das entscheidende Kopfballduell da verloren hat. Gummis. Oh, da wollte ich den Ball nicht hinspielen, Leute. Es fehlt oder es mangelt wieder an Kleinigkeiten. Ähnlich wie im letzten Spiel gegen Leicester, da war es die Chancenverwertung. Heute sind es die einfachsten Pässe und Zweikämpfe, die wir nicht für uns entscheiden können. So wie diesen hier. Norton, den hätte er auch besser klären können. So die Ecke für Nottingham. 3 Minuten vor der Pause. Osborne. Karius, riskant, ist aber da. Legt sich den Ball vor. Gummis. Oh, in der Vorwärtsbewegung dieser Fehler. Hackelspitze, 1, 2, 3. Und wieder der Abpraller zum Holländer Weltweg. Und dann stehen wir uns da heute wieder gegenseitig in der Defensive im Weg. Und Nottingham bleibt der Spielkultur treu. Sie versuchen da sehr früh ins Pressing zu gehen. Shelvey. Versuchen uns sehr früh am Spielaufbau zu hindern. Sigurdsson. Und Ball kommt wieder nicht durch. Alani ist der Innenverteidiger, der das da extrem gut macht. In der Defensive der Gastgeber. Weltweg. Redman kommt da nicht in den Zweikampf. Gerhard, Konzentration. Ayu. Shelvey.
Und dann wird unser Angriff abgepfiffen. 0:1 liegen wir zurück in Nottingham. Und man kann nicht mal sagen, dass es unverdient wäre. Der abstiegsbedrohte Verein, der abstiegsbedrohte Aufsteiger, schlägt sich wacker, führt mit 1:0. Aber es sind ja noch 45 Minuten zu spielen. Die Halbzeitergebnisse habe ich jetzt weggeklickt, ohne drauf zu schauen. Wir müssen auf uns gucken weiterhin. Wir tauschen mal wieder Ayu und Sigurdsson die Position. Uns fehlt in der Spitze so ein schneller Mann, den wir mal schicken können. Über die Außen kommen wir sowieso momentan gar nicht durch. Wir werden erstmal ohne Wechsel in die zweite Hälfte gehen. Genauso wie Nottingham. Die haben auch keinen großen Grund, etwas zu verändern. Und damit geht es los. Zweite Hälfte läuft. Wir werden mal pressen und den Druck erhöhen hier im zweiten Durchgang. Wir müssen irgendwie schnell zu einem Tor kommen. Sonst ist es hier ganz früh aus. Gerhard kann den Ball nicht kontrollieren. Und je weiter das Spiel dauert, desto mehr wird sich Nottingham natürlich hinten reinstellen. Aber das ist auch ganz natürlich in dieser Situation. Gummis braucht dazu lange, um zum Schuss zu kommen. Guter Zweikampf von Norton. Der hat was gut zu machen. Flanke ist nicht schlecht. Aber Gummis in der Mitte nur zweiter Sieger. Und jetzt wieder Weltweg, der den Ball wieder sehr gut abschirmt. Aber die machen das richtig, richtig gut. Großes Lob an Nottingham Forest. Die versuchen ja auch, trotz der Situation mitzuspielen. Pinillos. Ward. Wieder der Linksverteidiger Pinillos. Osborne. Einer der wenigen Spieler, die bislang kein einziges Saisonspiel verpasst haben. Und dann der Fehler davon Sigurdsson. Und Lattenkracher auf unser Tor. Meine Herren. Robert Tesche. Trifft den Querbalken. So kennt man ihn ja gar nicht aus der Fußball-Bundesliga vom ehemaligen Hamburger und Bielefelder. Diese Torgefahr. Wir werden wechseln. Gummis raus. Pausen kommt. Und ich denke, wir werden auch Sigurdsson rausnehmen. Ne, wir werden Sigurdsson mal drin lassen, in die Zentrale stellen. Und Gerhard, der mir heute nicht so gut gefallen hat, geht raus. Und Gray kommt für den linken Flügel. 54. Minute. Kurz nach der Pause. Doppelwechsel. Gerhard nicht sehr zufrieden, dass er ausgewechselt wird. Hat aber natürlich auch taktische Gründe. Wir müssen frische Offensivkräfte jetzt reinwerfen. Ein bisschen Zeit verbleibt uns noch in dieser Partie. Noch lebt die Hoffnung. Raute, Hope, Redmond, Sigurdsson. Oh, Gylfi Sigurdsson. Sehr unglücklich in all seinen Aktionen. Konterchance Nottingham. Der schnelle Ward. Pool mit der Grätsche, kommt zu spät und das ist natürlich eine klare gelbe Karte, muss man nicht drüber diskutieren. Der junge Waliser und auch in diesem Zweikampf, vielleicht fehlen da genau diese 5% und sonst hätte er den Ball vielleicht gehabt, wenn er nicht diese Schulterprellung aus dem letzten Spiel gegen Leicester City mit in diese Partie genommen hätte. Wechsel, Nottingham, Ward geht, der kleine quirlige Linksaußen. Während Poole natürlich jetzt die erste gelbe Karte in dieser Saison sieht. Pinillos mit dem Freistoß. Und es gibt die nächste Standardsituation gleich hinterher. Robert Tesche, mittlerweile sogar Kapitän. Der Deutsche. Hier nochmal sein Lattenschuss vor wenigen Minuten. Wäre vielleicht schon die Vorentscheidung gewesen. Pettersen mittlerweile für Ward in der Partie. Und auch diese Standardsituation nicht ungefährlich. Da war sogar noch ein Nottingham-Spieler mit dem Kopf dran. Glück für Swansea. Oh, was ist das denn für ein Fehlpass? Die Defensive der Schwede, sie wackelt heute gewaltig. Diesmal sogar der erfahrene Kapitän Williams mit dem Bock. Nächster Wechsel, Weltweg rausgegangen, der Niederländer. Walker für ihn jetzt in der Partie und der nächste Fehler im Aufbau. Und da ist da eine riesen Lücke. Diesmal gut noch verteidigt von Regan Poole. Was ist denn da los? Im Aufbauspiel der Schwäne. Das hat man in den letzten Wochen ja überhaupt nicht so gesehen.
Sie sind sichtlich nervös, Karius. Mit dem weiten Abwurf, Pausen. Leute, ihr müsst mal ein bisschen nachrücken. Wir müssen hier nach vorne spielen. Redmond. Zu Pausen. Aber keiner in der Mitte. Und dann ist der Ball schon wieder weg. Meine Leute, was ist denn hier los? Wir müssen zwar offensiver agieren, aber die Defensive natürlich nicht vernachlässigen. Nächstes Foulspiel. Es bleibt dabei. Immer wenn wir die Chance haben, während jetzt Grant für Lansbury in die Partie kommt. Immer wenn wir die Riesenchance haben, auf Platz 5 zu springen, versagen uns die Nerven. Heute natürlich gegen bärenstarke Aufsteiger aus Nottingham, die ihre Klasse hier unter Beweis stellen, dass sie Premier League tauglich sind. Das auf jeden Fall. Aber dennoch müssen wir hier heute einfach besser spielen und zu unseren Chancen kommen. Aber heute gelingt einfach bislang so gut wie gar nichts. Pausen. Sigurdsson. Ayu, wer macht mit? Redmond macht mit. Flanke erneut abgeblockt. Immer ein Körperteil der Gastgeber dazwischen. Wir werden noch das letzte Mal wechseln. Auch Redmond heute wieder blass geblieben. Nathan Dyer. Zuletzt auch nicht unbedingt in Topform. Wird dennoch mal, nochmal für die letzten 18 Minuten kommen. Redmond auch nicht zufrieden. Aber wer ist momentan im Dress von Swansea schon zufrieden mit diesem Spiel hier? Die Zeit läuft uns langsam davon. Shelby wird diese Ecke treten. Vom Tor weggetreten, Pool! Und Woodbury steht, wo ein Torwart stehen muss. Und zwar goldrichtig. Wehrt diesen Kopfball vom Pool ab. Weiterhin 1:0 für den Außenseiter. Dyer bleibt hängen. Und dann versuchen sie es sogar spielerisch zu lösen. Meine Herrschaft, Seiten. Sigurdsson verliert das Kopfballduell. Und dann der lange Ball. Assam Balonga, der bislang einzige Torschütze, hintenrum. Und jetzt das Spiel, was man vielleicht schon vor einigen Minuten erwarten konnte. Nottingham stellt sich hinten rein, will dieses 1:0 jetzt natürlich verteidigen. Wir werden mal offensiv spielen. Ayu. Pausen. Bleibt hängen. Die Defensive der Gastgeber, sie steht. Und jetzt nur noch das Ding nach vorne gekloppt. Beziehungsweise auf die Tribüne. Pausen beim Einwurf. Der muss ins Sturmzentrum. Ach Junge, was ist denn das für ein Pass? Walker, Entlastung für Nottingham. Williams läuft nur hinterher. Forster Cascay. Ball muss nach vorne, Leute. Sigurdsson. Kaum noch Ausdauer. Nathan Dyer. Mit der Flanke aus dem Halbfeld. Aber Woodbury ist da. Wo are you? Norton. Pool. Nur noch 5 Minuten. Wer hat hier noch eine Idee? Gray. Sigurdsson. Shelvey. Sigurdsson. Und dann die Nachschusschance für Gray. Aber das war ja nicht mal ein Schuss. Das war einfach gar nichts vom Linksaußen. Hat sich da, glaube ich, sogar noch selbst angeschossen. Nach dem Distanzschuss von Gylfi Sigurdsson, Woodbury auf den Posten. Und gleich hat Nottingham die Sensation geschafft. Oder kriegen wir nochmal die Möglichkeit? Gylfi Sigurdsson. Aber auch der Schuss nicht gefährlich, nicht platziert genug. Woodbury kann abstoßen. Pool. Das ist Ayu. Schlussoffensive der Schwäne. 4 Minuten Nachspielzeit gibt es. Nottingham verteidigt mit allem.
was sie haben. Williams in die Füße von Grant und das wird es dann vermutlich gewesen sein. Walker. Foul von Norton, das ist schon ein bisschen Frust dabei. Pfiffe vom Publikum. Es gibt die gelbe Karte für den Rechtsverteidiger. Und damit werden unsere Träume wahrscheinlich begraben sein. Wer hätte erwartet, dass Nottingham hier heute so groß fightet und dagegen hält? Auch spielerisch dagegen hält. Und dann ist die Partie beendet. Swansea hat heute spielerisch nicht die Mittel gefunden, die gute Defensive um den Keeper Woodbury stark zu gefährden. Deswegen der verdiente Heimerfolg für das Team von Nottingham, die jetzt nochmal alle Trümpfe jetzt selbst in der Hand haben, die Klasse zu halten. Wir haben es gesehen, am letzten Spieltag müssen sie zu den Queen's Park Rangers. Da haben wir noch gerade kurz Michael Mancini im Bild gesehen. Ein weiterer ehemaliger Hamburger, heute nur Ersatzspieler bei Nottingham. Die sympathischen. Der sympathische Verein aus Nottingham gewinnt 1-0. Aber Hauptsache, sie werden jetzt am Ende auch die Klasse halten. Denn unser Traum wird heute höchstwahrscheinlich zu Ende sein. Auch heute wieder ein gutes Spiel. Sehr ausgeglichen auch heute. Heute war unsere Passgenauigkeit mal ein bisschen stärker als zuletzt. Aber wir haben erneut nicht getroffen. 2 gelbe Karten. Also unsere Defensive war heute nicht unbedingt überragend. Aber allgemein hat es am Zusammenspiel gehapert. Wir gucken mal auf die anderen Ergebnisse und wieder spielen alle unentschieden. Das ist doch fast unfassbar. Wir stellen eben kurz das Training wie in der Vorwoche ein und dann gucken wir uns nochmal in Ruhe die Ergebnisse dieses Spieltags an und gucken dann auch nochmal auf den letzten Spieltag. Wir fallen auf Platz 8 zurück. Holy shit. Ist das bitter. Die starken Ergebnisse, das starke Zurückkämpfen in den letzten Wochen, war es alles umsonst? Chelsea spielt nur 1-1 bei Derby County, Liverpool spielt nur 2-2 gegen Crystal Palace und West Bromwich gewinnt beim FC Southampton mit 1-0 und der krasse Außenseiter West Bromwich steht, glaube ich, jetzt dadurch aktuell auf Platz 5. Wir gucken gleich nochmal auf die Tabelle. Arsenal spielt nur 1-1. Leicester City gewinnt gegen West Ham mit 2-1. Manchester United gegen Manchester City 2-2 im Derby. Everton gewinnt 2-0. Stoke City verliert gegen Queen's Park mit 0-1, während Tottenham 2-0 gegen Aston Villa gewinnt. Und damit gucken wir auf die Tabelle. Chelsea zu 95%, sage ich mal, englischer Meister. Die müssten das letzte Spiel schon verlieren. Manchester müsste gewinnen. Und zwar mit 2 oder 3 Toren Unterschied, während Chelsea dann halt noch verlieren muss. Ob das soweit kommt, wir gucken gleich mal drauf, gegen wen sie ran müssen. Arsenal auf Platz 3, Manchester City auf Platz 4. Die beiden werden auf jeden Fall in der Champions League spielen, wenn nichts Unmenschliches mehr passiert. Und West Bromwich, tatsächlich die Überraschungsmannschaft der Rückrunde, ist auf Platz 5 geklettert. Und hat jetzt die perfekte Ausgangsposition. Hätten wir gewonnen, hätten wir auch 62 gehabt. Aber so sind wir der krasse, krasse Außenseiter. Und wir müssen natürlich unser letztes Spiel gegen Southampton gewinnen und dann auf Ausrutscher von West Bromwich, vom FC Liverpool und von Tottenham hoffen, um irgendwie auf Platz 6 oder sogar auf Platz 5 zu springen. Aber ich glaube, das wird nicht passieren, dass alle drei Mannschaften vor uns patzen werden. Wenn wir Glück haben, vielleicht 2 von den dreien, dass wir noch irgendwie auf Platz 6 springen können. Ach, ist das ärgerlich, das heutige Ergebnis. Und schau einer mal unten an. Obwohl Nottingham gewonnen hat, sind sie immer noch auf einem direkten Abstiegsplatz. Platz 18. Und Stoke City, die ganze Saison über den Strich gestanden, fallen am vorletzten Spieltag auf Platz 19 zurück. Und guckt euch das mal an. Stoke City 33 Punkte. Also Derby County ist weg.
Das wissen wir schon seit einigen Wochen, mehr oder weniger. Stoke 33, Nottingham 34, Queen's Park 34, Leicester City 34, Sunderland 34. Zwei von diesen fünf Mannschaften wird's am Ende treffen. Holy shit. Was für eine Spannung. Und es wäre noch spannender für uns gewesen, hätten wir heute zumindest noch das Unentschieden geholt. Dann hätte ich vielleicht sogar noch dran geglaubt, aber wir gucken nochmal ganz kurz drauf auf die Tabelle. Wir haben zwar, das ist das Einzige, was für uns spricht, das beste Torverhältnis, die beste Tordifferenz, aber trotzdem muss da am letzten Spieltag schon sehr, sehr viel zusammenkommen. Das sind die drei Top-Torjäger vor dem letzten Spieltag und wir gucken jetzt nochmal auf den allerletzten Spieltag. Wer spielt gegen wen? Aston Villa gegen Newcastle, ein Spiel ohne Bedeutung. Crystal Palace spielt gegen Sunderland. Der FC Liverpool muss zum FC Everton ins Liverpool Derby. Schon mal sehr, sehr interessant. Dann der Abstiegskrimi. Queen's Park gegen Nottingham, wo Queen's Park also doch schlussendlich im Vorteil ist. Wir spielen zu Hause gegen Southampton. Für die geht es schon um lange um nichts mehr. Tottenham spielt gegen den Absteiger Derby County. West Bromwich spielt zu Hause gegen Manchester United. Das ist sehr interessant. Das muss Manchester natürlich gewinnen. Chelsea reicht natürlich schon ein Punkt bei West Ham United, um der neue englische Meister zu werden. Stoke City, Tabellenvorletzter, muss dann auch noch zum FC Arsenal, zum Schlussspieltag. Und Manchester City spielt gegen Leicester City, die spielen auch noch um den Klassenverbleib. Also die Chancen, dass wir Platz 6 oder 5 noch erobern, ich glaube, sie sind äußerst gering. Genauso gering, dass wir die Nationaltrainer-Offerte von Peru oder Rumänien annehmen werden. Tut mir wirklich sehr, sehr leid. Mané ist aussortiert seit dem letzten Mal. Jugendspieler will weg. Oh, Gavin Thompson, dem müssen wir sofort einen Vertrag anbieten. Das würde jetzt auch noch perfekt ins Bild passen. Sollte uns Gavin Thompson verlassen. Mittlerweile 18 Jahre alt. Aber den wollen wir natürlich einen Vertrag anbieten. Gehalt haben wir mittlerweile. Oh, wir können auch die Jahre gar nicht einstellen. 2 Jahre, 500 Gehalt. Lassen wir mal so. Er hat schon einen Marktwert von 1,1 Mille, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Er ist auf jeden Fall ein Mann für die Zukunft. Für die fernere Zukunft. Aber was momentan zählt, ist die aktuelle Zukunft. Jugendspieler will weg. Ja, das haben wir doch gerade schon gelesen, dass er weg will, aber wir haben ihm doch gerade ein Angebot gemacht. FIFA, mach jetzt bitte keinen Bug und mach das so, dass der... Hallo, was ist denn hier los? Bitte keinen Bug hier entstehen lassen. Achso, er prüft schon das Angebot, alles klar. Nicht, dass das Spiel meint, wir hätten ihm kein Angebot gemacht oder so. Ja, wir haben es doch verstanden, dass er weg will. Wir haben ihm ein Vertragsangebot gemacht, FIFA. Ja, McGrandles ist mir egal. Oh, Gott sei Dank, akzeptiert. Hallo Trainer, ich nehme Ihr Vertragsangebot für die erste Mannschaft sehr gerne an. Ich werde Ihnen beweisen, dass ich hierher gehöre und es auch in diesem Team verdiene, eingesetzt zu werden. Das werden wir mal schauen. Auf jeden Fall, wie gesagt, ein Mann für die Zukunft. Zur Feier des Tages. Okay, es gibt eigentlich nichts zu feiern nach diesem blöden Spiel. Aber trotzdem schauen wir uns mal ganz kurz Gavin Thompson an. Antrittbeweglichkeit ist ja schon ganz gut. Sprintgeschwindigkeit. Ich hoffe, er verbessert sich ja noch so ein bisschen in den physischen Attributen. Freistoßpräzision ist ja ganz gut. Effet, Flanken, ja, kurzer Pass, Schusskraft. Gerätsche, faire Zweikämpfe ist ja jetzt auch nicht so schlecht für einen Flügelakteur. Schwacher Fuß, 5 Sterne. Gefällt mir schon mal. Spezialbewegung, 3 Sterne. Linksfuß, aber da er beidfüßig ist, kann er natürlich auch auf dem rechten Flügel spielen. Arbeitsrateangriff hoch, im Defensivbereich eher niedrig. Okay, mal gucken, ob wir mit ihm noch etwas anfangen können. Aber wie gesagt, das wahrscheinlich dann erst zur neuen Saison irgendwann. Ach, Leute, es ärgert mich immer noch, dieses Spiel heute. Hätten wir heute gewonnen, hätten wir beim nächsten Mal ein echt sehr, sehr spannendes Saisonfinale erlebt. So haben wir am Ende nur noch eine krasse, krasse Außenseiterchance, irgendwie noch in die Europa League zu kommen. Aber diese minimale Chance, die wollen wir natürlich wahren. Und beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA 16, Karrieremodus mit den Schwänen von Swansea City gegen den FC Southampton gewinnen. Ob uns das gelingen wird und
die wirklich minimale Chance noch bestehen wird. Das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und hoffentlich bis zum Saisonfinale. Ciao, ciao, sagt euer Kidder.